In diesem Video geht es um das Ausmultiplizieren oder auch Distributivgesetz. Ich möchte das in zwei verschiedene Teile gliedern, zuerst eben Ausmultiplizieren von Zahlen und anschließend Ausmultiplizieren von Variablen. Also, erstmal mit Zahlen. Es gibt zwei verschiedene Wege. Also entweder wir haben schon eine Klammer gegeben, zum Beispiel 3 mal 5 plus 1. Und klar könnten wir hier bei den Zahlen jetzt das hier einfach zusammenzählen, das wären 6, also 3 mal 6 und damit 18. Aber das wollen wir jetzt nicht machen, denn später bei den Variablen geht das mit dem Zusammenzählen eben nicht mehr. Da müssen wir dann wirklich ausmultiplizieren. Und das lösen wir jetzt, indem wir die 3 mal die 5 nehmen und dann noch die 3 mal die 1. Und zwar immer mit dem Vorzeichen mitgenommen. Also 3 mal plus 5, also 3 mal 5. Und 3 mal plus 1, also plus 3 mal 1. Und das können wir dann ausrechnen. Das wären dann 15 plus 3 und somit 18. Ein anderes Beispiel, 4 mal 2 minus 1 wäre eben 4 mal 2. Minus 4 mal 1. Hier eben immer das Vorzeichen mitnehmen. So, im Prinzip nicht wirklich schwer. Machen wir noch ein letztes Beispiel in diese Richtung. 6 mal, oder machen wir mal minus 6 mal eine negative Zahl. 3 minus 2 wäre dasselbe wie minus 6 mal 3 minus minus 6 mal 2. Also hier wieder das hier mit dem und das Vorzeichen mitnehmen. So, und wenn wir das ausrechnen, wären das eben minus 18 minus minus 12 und das ergibt minus 18 plus 12. Und daher minus 6. So. Jetzt rechnen wir das mal in die andere Richtung. Was, wenn wir jetzt etwas dastehen hätten wie rückwärts minus 3 mal 2 plus minus 3 mal 1? Dann können wir die minus 3 eben vor die Klammer ziehen. Minus 3 mal hier die 2 plus die 1. So, minus 3 mal 2 plus 1. Das heißt, wenn hier beides mal dasselbe steht, dann kann ich das einfach nach hier vorne ziehen. Und schreibt dann diese beiden Zahlen jeweils hier in die Klammer. Also die 2, die landet hier und die 1, die ist dann da hinten. Und das Plus, also das Vorzeichen mitnehmen. Manchmal ist es nicht so offensichtlich, da könnte zum Beispiel eben auch stehen minus 6, minus 3. Was können wir hier ausklammern? Wenn wir jetzt etwas ausklammern wollen, dann suchen wir den größten gemeinsamen Teiler. Also eine Zahl, die möglichst groß ist und durch die beide teilbar sind. Jetzt wären hier beide durch minus 3 teilbar. Also können wir minus 3 ausklammern, mal. Und dann teilen wir die einzelnen Elemente durch minus 3. Also wir rechnen im Prinzip das hier rückwärts. Hier haben wir die mal genommen. Jetzt, wenn wir zurückrechnen, müssen wir natürlich geteilt rechnen. Minus 6 geteilt durch minus 3, das ergibt 2. Minus 3 geteilt durch minus 3 ergibt plus 1. Das heißt, das ist minus 3 mal 2 plus 1. Und wir können das überprüfen, indem wir das wieder zurückrechnen. Minus 3 mal 2 haben wir minus 6. Dann nehmen wir das Plus mit. Minus 3 mal minus 1 gibt minus 3. Und das ist das gleiche wie minus 6, minus 3. Noch ein letztes Beispiel in diese Richtung. Haben wir zum Beispiel minus 20 plus 15. Hier können wir die 5 ausklammern. 5. Das ergibt 5 mal. Dann müssen wir wieder zurückrechnen. Also beide sind eben durch 5 teilbar, deswegen die 5. Minus 20 geteilt durch 5 ergibt minus 4. Plus 15 geteilt durch 5 ergibt plus 3. Deswegen 5 mal minus 4 plus 3. Wenn wir jetzt die minus 5 hier ausklammern wollten, das können wir natürlich auch machen. Das ist gleich minus 5 mal. Durch was ist das jetzt teilbar? Minus 20 geteilt durch minus 5 ergibt plus 4. 15 geteilt durch minus 5 ergibt minus 3.
Das heißt, das hier ist das gleiche wie das hier. Also ich kann hier die minus 5, ich kann die plus 5 ausklammern. Ich kann natürlich auch eine Zahl ausklammern, die sich nicht gerade anbietet. Ich könnte zum Beispiel 5 plus 1 umschreiben als 1 mal. Dann teile ich die 1 wieder durch die 5, also immer nach dem gleichen Prinzip, wenn ich was rausziehe, dann teilen. 1 geteilt durch 5, Entschuldigung, andersrum, 5 geteilt durch 1 ergibt 5 und 1 geteilt durch 1 hätte ich eben 1. Nur die 1 auszuklammern, wie ihr seht, ist das nicht schon besonders sinnvoll, weil dann bleibt eben einfach das gleiche stehen. Wenn ich hier die 5 ausklammer, ich kann auch die 5 ausklammern. Theoretisch. Ist nur auch nicht besonders sinnvoll, dann bekomme ich nämlich Brüche. 5 geteilt durch 5 ergibt 1 und 1 geteilt durch 5 wäre ein Fünftel. Das heißt, 5 mal 1 plus 1 Fünftel ist das gleiche wie 5 plus 1. Macht so nicht viel Sinn, aber funktioniert theoretisch. Andersrum macht das dann mehr Sinn, wenn ihr das so habt und ihr wollt nicht mit Brüchen rechnen, könnt ihr eben ausmultiplizieren, habt ihr 5 mal 1 sind 5 und 5 mal 1 Fünftel wäre eben 1. Kommt ihr wieder hier raus. So, also falls ihr Brüche noch nicht hattet, dann könnt ihr diesen Teil ignorieren. Ich habe aber auch ein Video, wo das mit den Brüchen, wie das mit dem Multiplizieren von Brüchen ist, erklärt wird, falls euch das nicht wirklich klar ist. So, als zweites Variablen. Variablen sind einfach Buchstaben, wie zum Beispiel x. Wenn wir zum Beispiel haben 5 mal x plus 3, da können wir die x plus 3 nicht einfach zusammenzählen. Wir behandeln x aber einfach wie eine Zahl, wenn es eine Variable ist. Das heißt, das wäre dasselbe wie 5 mal x hatten wir ja. Also das hier mal nehmen, dann das Vorzeichen mitnehmen und dann die 5 mal 3. 5 mal 3. So, ist also dasselbe wie 5x plus 15. Genauso funktioniert es auch andersrum. Wenn ich 6x plus 3 habe, kann ich die 3 ausklammern. Dann muss ich wieder rückwärts rechnen. Dann teile ich 6x geteilt durch 3. Dann erhalte ich 2x. Und 3 geteilt durch 3 ergibt 1. Also, wenn ihr Variablen habt, ganz einfach rückwärts rechnen. Also hier 6 geteilt durch die 3. Und 3 geteilt durch die 3.